Er wird noch weggeholt. Ciao, meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten Overwatch. Ich habe hier einen mit einem ganz kleinen Schniepel am Start und er macht sich's unter anderem in seinem Molly bequem. Er schuckelt ja ganz gemütlich Mitte hoch, flasht da rein, als wenn da jemand wäre, es ist aber niemand da. Er rennt durch, spielt mit der Waffe und hat hier rechts gar nicht so wirklich den Fokus irgendwie. Ja, den nudelt er ganz schön weg. Ich glaube, ich würde da viel angestrengter durchlaufen und überall in die Richtung schauen, weil ich da damit rechne, dass da Gegner sind, aber er läuft einfach durch. Er weiß irgendwie Bescheid. Das merkt man. Okay, da haben Frames gefehlt. Das merkt man wohl jetzt irgendwie schon, dass er da auf jeden Fall Vision Assist am Start hat. Mal gucken, ob er noch mehr mit im Gepäck hat. Er geht jetzt, glaube ich, direkt Mitte und macht wohl auch seine Molly-Geschichte, oder? Er ist ja vorhin runtergejuckelt. Ah ne, das kommt dann wohl noch. Auf A geht jetzt richtig die Post ab. Da oben kommt ein und unten kommen drei. Er schießt einfach knallhart drüber. Okay. Hat den da hinten weiterhin im Fokus und war überhaupt nicht drauf, aber trifft trotzdem. Okay, das sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ich meine, man kann natürlich auch nochmal draufziehen, aber das sieht nicht wie ein normales Draufziehen aus. Achtung, was macht er mit dem letzten? Achso, gut, den konnte man hören. Er war sich, also der war wahrscheinlich auch gecallt. Er wusste, dass er da oben ist. Nichtsdestotrotz vermute ich bereits einen Vision Assist. Jetzt bleibt er stehen, guckt sich um. Hä? Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, dass er ewig lange rumstand. Vielleicht stellt er irgendwas ein. Ich glaube, jetzt kommt's. Passt auf, da kommt der Molly. Ah, okay, ja. Ich dachte ganz kurz, er hat den Molly vielleicht geblockt, aber der Mate wollte da unten einfach abmollen und er hat sich jetzt reingestellt, pissmäßig. Da würde ich schon Richtung Grief fast gehen. Also das wirkt so, als wenn er ihn mit Absicht pimmeln wollen würde. Er hat doch vorhin nach einem Mate schon geschossen. Also das geht hier langsam Richtung Grief. Mal gucken, was er weiterhin treibt. Die sind hinten Richtung B gegangen. Ja, Pierre steht hier ganz genüsslich rüber. Und da oben ist abgesmoked, die Gegner trauen sich noch nicht raus. Einer ist auch wieder recht weit hinten oder noch recht weit hinten. Was macht er jetzt mit seinem Vision Assist, den er wahrscheinlich hat? Mit recht hoher Wahrscheinlichkeit. Und beim Aim wirkt er mir auch überhaupt nicht sauber. Jetzt steht er hier einfach rum. Okay, hä? Was ist das jetzt? Du weißt, wo B ist, das ist schön. Hallo? Okay, also auch das dumme Rumgestehe. Weiterer Grief-Verdacht. Jetzt muss er dem hinterherlaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Er geht sogar bei T-Spawn. Kriegt er ihn noch? Die Zeit reicht. Ah, ich wollte gerade sagen, die Zeit reicht nicht mehr, aber da war er doch eben. Sehr schön, Kühl ihm gerade recht im Affen. Achtung, hinten kommt, den hört man aber auch steppen, den da rechts. Und da kommt er gleich um die Ecke. Es ist auch eine AWP. Was macht er denn jetzt? Wie guckt er denn so komisch rum jetzt? Er ist eben voll gesteppt okay. Der Gegner traut sich wohl nicht. Ja, jetzt ist er down. Ein anderer Mate ist von hinten rangegangen, hat ihn gekillt. Ich weiß auch nicht, der Gegner war, glaube ich, AFK oder so. So, Monsieur, verzauber mich. Wie sieht's aus? Machst du noch einen kleinen Kill hier durch den Banger? Bangerang? Na, hast du Bock? Och, angefrackt. Meine Güte, geht er ab. Das ist schon stark belastend, Monsieur. Von meiner Seite aus, Vision Assist 100%. Bei Aim Assist eigentlich auch. Eigentlich beides. Also, ich weiß nicht, ob er das immer nutzt. Scheinbar nicht, ne? Hat auch vorhin ein paar Mal daneben gebratzt. Aber auch anfangs die Schüsse. Dieses Draufgezuckel. Das ist nicht normal. Mate geneift eben. Aha, aha. Also, der Grief ist jetzt fest. Also, er war vorhin schon fest, aber jetzt ist er so deep in ihm drin, der Grief. Da muss er mit klarkommen. Ich könnte mir hier auch vorstellen, dass die Mates möglicherweise im Chat. Möglicherweise im Chat schon gegen ihn halt gechattet haben. Deswegen diese Anfeindereien mit: Ich gehe in dein Molly, ich schieß dich an oder schieß in deine Richtung und so weiter. Und mach halt irgendeinen Scheiß mit dir. Also, ja, vielleicht sind die anderen schon abgefuckt und wollen ihn nicht mehr haben. Mhm. Und wahrscheinlich jetzt letzte Runde, oder? Wenn ich richtig mitgezählt habe. Oh, da fliegen die Team-Attacks rein. Was ist denn hier los? Na? Also, einer noch in Jungle drin und der andere ist in Leather Room. Na, der ist weg, okay. Und die Mitte wird er hier noch holen. Durch die Kisten durch vielleicht sogar, so richtig raffiniert. Ah, nee. Er wird eher angeschossen. War das von seinem Mate? Das habe ich eben nicht richtig sehen können, ob das hier Ostrich war. Der Ostrich. Ja. Okay. Übrigens würde ich von der Elo her sagen, dass die wahrscheinlich auf Gold oder sowas fahren. Also so, wie der Spielstil ist. Wobei das natürlich auch verfälscht sein kann, aufgrund einfach der Tatsache, dass halt reingecheatet wird und so weiter. Und dann wird anders gespielt. Die, Mates schießen ihn an. Canary hat ihn angeballert. Ich denke, die haben auf jeden Fall den Braten gerochen und wollen nicht mehr mit ihm zusammen spielen. Ist natürlich keine gute Idee, den Cheater anzuschießen, weil man nichts davon hat. Aber die schießen sich auch untereinander an. Ich raff nicht, was hier abgeht. Aber ja, ihr wollt nicht für so einen Vollidiot dann auch noch gekickt oder halt gebannt oder sonst was werden, nur weil ihr zu viel Team-Attack macht oder halt einfach
Da ist auf einmal nicht auf dem Kopf. Mhm. Grief war vorhin schon drin, ist jetzt auch drin. Somit haben wir Vision Assist, Aim Assist und Grief. Ja, da bin ich mir zu 100% sicher. Vorhin waren ein, zwei Bunny Hops dabei, aber da habe ich nicht genug drauf geachtet, um sagen zu können, dass die irgendwie, dass da was war. Ich meine, er ist einmal rückwärts gebunnyhoppt. Ich weiß nicht, wie leicht oder wie schwer das ist. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt zu wenig Evidenzien, um ihm sowas drücken zu können. Da könnt ihr vielleicht noch was in die Kommentare schreiben, falls ihr da gesehen habt, dass er dann doch mehr hatte. Aber ja, da habe ich jetzt zu wenig Infos, wie gesagt. Die Bilanz ist heute übrigens nicht schlecht. Ich habe zwei Fälle gemacht. Das ist der zweite. Nur der erste war kacke und konnte verworfen werden. Also von daher, not bad. Aber was ist mit dem dritten Fall? Da gucken wir gleich mal rein. So, das und wie gesagt, hier bin ich mir nicht sicher. Leider. Jetzt halten wir mal geschwind die Knöterich runter und dann schauen wir da auch noch rein. Oh. Wow. Lecker, lecker. Gut, ja. Wir drücken ihm hier mal den Schotter. Und ab dafür. Tja, und ein dritter Fall kommt leider nicht. Darum, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns im nächsten Video und im nächsten Livestream. Ihr wisst ja, wann ich live bin. Leider. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.